Ja, ich würde dann jetzt einfach anfangen. Ja, ich wollte euch heute ein bisschen was über Git erzählen. Über Git habe ich verstanden. Über Git. Über Git. Ja, ja. Wer kennt alles Git nicht? Gut, alle kennen Git, dann wissen alle, was das ist. Mein Ziel ist so ein bisschen, was über die Internals zu erzählen. Also alle, die sich mal so richtig mit Git beschäftigt haben, so halbwegs, die wissen das vermutlich auch alles schon. Aber meine Hoffnung ist, dass man irgendwie so ein bisschen sieht, wie Git funktioniert, warum Git awesome ist. Und ja, dass Anfänger sich auch ein bisschen mehr wohler damit fühlen, damit anzufangen, weil es am Anfang, glaube ich, immer ziemlich hart ist, weil man bei Git eben einen Blick auf die Internals haben muss, um irgendwie zu verstehen, was passiert. So, das heißt, das Erste, was wir machen, ist, wir erstellen mal so ein Git-Repository. Das machen wir mit Git init. Und wir nennen es einfach mal Test, damit wir was haben, und dann ist das unser Repository. So, in Git läuft das so, es gibt halt das Verzeichnis temp-test jetzt, das enthält nichts, das ist unser Working Tree. Und dann gibt es das Verzeichnis .git, das enthält unser Repository, also das, womit wir arbeiten. Und das werden wir jetzt auch uns anschauen, genauer. Und das Erste, was ich mal mache, ist, ich starte irgendwie so eine REPL, weil ich mache jetzt ganz viel Perl. Gut, das Zweite, was ich mache, ist, das hier, und dann kriegt ihr auch eins. Und eins kriege ich. Tada! Genau. Das ist unser Repository. Klingt komisch, ist aber so. So. Und mit diesem Repository werden wir jetzt arbeiten und es so langsam aber sicher ganz händisch füllen. Also wir arbeiten ganz low-level. Bei Git ist es so, es gibt halt grundsätzlich so das, was sie Plumbing nennen und das, was sie Porcelain nennen. Also Porcelain, das ist dann das Bad, was ihr so kennt, und das Plumbing ist dann so die ganzen Rohre, die ihr nicht kennt, die euch nicht interessieren müssen, solange ihr Porcelain benutzen müsst. Das heißt, Plumbing sind so die Befehle, die man benutzt, wenn man Low-Level arbeitet, und was ich jetzt versuchen will, ist, ohne Plumbing zu arbeiten. Das heißt, alles ganz händisch zu machen. Das Erste, was ich mache, ist, ich importiere mal so ein bisschen Scheiß in meine Perl-Umgebung. Genau, dann fangen wir an. Also das Kleinste, was man irgendwie so verwalten will, wenn man irgendwie so Versionskontrolle macht, ist so eine Datei. Und in Git ist so eine Datei so ein Blob. Blob ist so Git-Sprech für so einen Satz an binären Daten, den wir einfach genauso, ohne uns darum zu kümmern, was er bedeutet, irgendwie speichern. So, wenn wir jetzt so einen Blob erstellen, definieren wir zuerst den Inhalt. Natürlich habe ich alles wieder so gemacht, wie ich es nicht machen wollte. Egal, definieren wir uns zuerst so einen Inhalt. Zum Beispiel Hello World. Ich darf mich nicht vertippen. Diese REPL. Hello World. Und dann haben wir so einen Inhalt, und in Git läuft es so, dass jedes Objekt wird in so einer Objektdatenbank gespeichert, das sehen wir auch gleich, und da gibt es immer so einen Objektheader, der beschreibt, was ist das für ein Objekt, in unserem Fall einen Blob, wie lang ist das so und mehr nicht, und dann gibt es den Content. Das heißt, das Erste, was wir machen, ist, wir machen das mal so, wie es dann auf der Disk liegt am Ende. Das heißt, wir haben zuerst so einen Header, der enthält, welcher Typ ist das, es ist so ein Blob, und dann enthält er die Länge vom Blob. Ne? Dann enthält er so eine Nullbyte, um halt zu trennen. Das heißt, das Erste, was wir irgendwie sehen, ist, das ist alles irgendwie ASCII. Dieser ganze Header ist irgendwie in ASCII gespeichert, und das ist ganz viel. In Git ist immer alles irgendwie ASCII. Genau, und dann kommt einfach der Content vom Blob. Das heißt, jetzt haben wir irgendwie so Content, 11 Zeichen lang, ist unser Hello World String. Und Git macht das so, Git ist Content Addressed. Das heißt, jedes Objekt, in unserem Fall unseren Blob, den wir jetzt speichern wollen, wird adressiert durch seinen Inhalt. Und zwar in der Form, als dass der Inhalt gehasht wird. Was eine Hashing-Funktion ist, wem ist das nicht klar? Ja. Das heißt, wir können einen beliebig langen String irgendwie hashen, und dann fällt so ein kurzer String raus, und dieser kurze String sollte möglichst eindeutig diesen String identifizieren. Das heißt, wenn wir irgendwie mal so Hello World hashen, SHA-1 zusammen ist natürlich falsch, wie heißt die Funktion? SHA-1-Hex, dann kriegen wir irgendwie das raus, und wenn wir jetzt irgendwie ein einziges Byte irgendwie so ändern, dann kriegen wir einen ganz anderen String raus. Das heißt, die Idee hinter diesen Hash-Funktionen ist einfach nur, für zwei auch nur minimal unterschiedliche Strings sollen sie möglichst unterschiedliche Werte rausbekommen. Am besten gleich verteilt.
Das ist in der Kryptographie wichtig, für Git ist das nur deswegen aus stochastischen Performance-Gründen wichtig, aber das muss uns nicht so sehr interessieren. Genau, das heißt, wir können einfach so einem SHA-1 können wir einfach irgendwie Scheiß geben und dann gibt er uns diesen String raus und das ist dann die Object-ID. Genau, das heißt, die Object-ID, also die ID, unter der wir unseren Blob am Ende ansprechen, ist einfach nur der gehashte Content, also inklusive Header und so. Das heißt, das wird am Ende die Content-ID sein, mit der wir ihn ansprechen. Genau, der nächste Schritt ist jetzt, dass wir uns den mal speichern, weil wir den jetzt brauchen. Und was Git dann macht, ist, Git hat in dem .git-Verzeichnis so ein Objects-Verzeichnis. Mal gucken, ob ich das zeigen kann. Genau, da liegt derzeit noch nichts, also nichts Wichtiges drin für uns. Und in diesem Object-Verzeichnis legen wir einfach ein Unterverzeichnis an. Dieses Unterverzeichnis enthält, heißt so wie die ersten beiden Zeichen unserer ID. Das ist einfach nur gemacht, damit wir so ein bisschen fächern. Das heißt, es gibt am Ende 256 Unterverzeichnisse in Objects und in jedem Unterverzeichnis liegen alle Objects, die mit diesem Präfix anfangen. Und dann haben wir irgendwie so einen Filename, der ist dann einfach nur der Rest. So. Dir, nicht der. Genau. Das heißt, jetzt haben wir irgendwie, wissen wir, in welches Verzeichnis wir es schreiben wollen und wie es heißen soll. Jetzt erstellen wir dieses Verzeichnis noch und schreiben das da rein. Das heißt, wir öffnen uns einen File-Descriptor damit. Was genau ich jetzt mache, müsst ihr euch nicht merken. Das ist einfach nur, ich öffne jetzt diese Datei. Und genau, und dann, was Git außerdem macht, ist, also eigentlich könnten wir jetzt unser Object so schreiben. Das Problem ist nur, Git komprimiert alles. Und zwar mit deflate, das heißt, jedes Objekt ist erstmal deflated und dann mit dem Header versehen und dann abgespeichert. Deflate ist der gleiche Algorithmus, der zum Beispiel in gzip am Ende steckt. Genau, das heißt, wir schreiben einfach mal den Content deflated nach Filehändler und dann sollte die Datei schon existieren. Dann sollten wir uns die mal angucken können. Das heißt, wenn wir uns jetzt in das Objects-Verzeichnis begeben, sehen wir da, gibt es jetzt einen Ordner, Ende funktioniert ja leider nicht, gibt es jetzt das Verzeichnis 70 und da drin liegt genau 9,5 bla und jetzt können wir uns mal angucken, was da drin steht und dann sind wir wenig überrascht. Also Setpipe ist, um Deflate rückgängig zu machen, da steht, ist kaputt. Wie ist das kaputt? Die Datei ist, glaube ich, nicht ganz leer. Ach so, natürlich, ich muss Close FH machen. Danke. So, jetzt steht da auch Kram drin, aber auch der falsche. Ja, das ist typisch. Ich habe alles zweimal ausprobiert, dreimal ausprobiert, aber es funktioniert nicht. Nicht wahr? Also, gucken wir nochmal. Wir haben hier Objects. Nicht Logjects. Wie hieß es jetzt? C379. Achso, ja, das sollte eigentlich reichen. Da kann er das offensichtlich machen. Okay, ich habe vermutlich nur irgendwo ein Minus D vergessen oder so. Genau, das heißt, wir können das jetzt cutten und es enthält genau das, was wir wollen und das ist ganz cool. Ja, das heißt, wir haben jetzt hoffentlich irgendwie begriffen, wie man grundsätzlich so Objects speichert. Also Object ist so ein generelles Git-Sprech und jedes Object wird einfach in diesem Objects-Verzeichnis gespeichert unter dem Namen seines Hashes. Eigentlich relativ easy, aber schon mal mit relativ coolen Auswirkungen, weil wir direkt sehen, dass eine relativ schnelle Aktion ist. Irgendwie so eine Datei einfach nur hinzuzufügen zum Repository geht relativ schnell, weil wir müssen sie eigentlich nur einmal deflaten und dabei hashen und dann unter diesem Hash irgendwo hinschreiben. Das ist eine total fixe Geschichte, da müssen wir nichts Großartiges tun. So, jetzt können wir das auch einmal abstrahieren, dass wir uns diese Mühe nicht immer machen müssen. Das heißt, zuerst holen wir uns irgendwie Content und einen Typen als Argument an unsere Funktion. Dann machen wir das so wie gerade. Wir legen den Header ab und schreiben ein Nullbyte dran und dann nehmen wir einfach den Content. Dann hashen wir das alles. Und schreiben das weg. Ich paste das jetzt einfach mal.
Genau. Und jetzt können wir die auch mal ausprobieren, diese Funktion, die wir uns jetzt geschrieben haben. Also es ist genau das gleiche, was wir gerade gemacht haben. Ne? Wir erstellen das irgendwie den Ordner und schreiben das da deflated einfach rein und sind voll fertig. Genau, das heißt, wir speichern jetzt mal ein weiteres Object, einen weiteren Blob, weil Blob ist das einzige, was wir bisher kennen. Und dann gibt er uns irgendwie die ID 323F und so, und das ist genau das, was ihr hier auch seht. Das heißt, das Schöne ist, zu Beginn war das irgendwie alles öde und leer. Jetzt sehen wir zumindest schon mal, wir haben zwei einsame Objekte, zwei einsame Blobs. Blobs sind jetzt irgendwie nicht so richtig hilfreich, wenn es irgendwie jetzt darum geht, sinnvoll Daten zu verwalten und sinnvoll irgendwie Versionskontrolle zu machen, weil ich meine, jetzt können wir ganz viele Dateien da reinschmeißen, ganz viele Blobs da reinschmeißen, das ist ja cool, aber irgendwie wollen wir ja am Ende unseren Source Code oder was auch immer verwalten. Das heißt, das Erste, was wir irgendwie brauchen, ist, wir müssen eine Hierarchie zwischen den Blobs einstellen, wir müssen irgendwie Verzeichnisse verwalten können. So, dafür gibt es in Git den Datentyp Tree und das ist auch wieder nur ein Objekt in einem bestimmten Format und das läuft so, wir schreiben einfach zuerst in ASCII die Dateiberechtigung, die Datei haben soll, mit einem Leerzeichen getrennt, dann wie die Datei heißen soll, dann ein Nullbyte, damit er weiß, okay, der Name hört jetzt auf der Datei, und dann kommt einfach nur die Object-ID, die wir gerade rausbekommen haben, in binär. Also jetzt nicht in ASCII, sondern das erste Mal in binär. Genau. Ja, ich habe, aber das ist Hex2Bin, das macht halt aus dem den dazugehörigen Binärgrütze. Also die Binärgrütze sieht man hier. Ja. Genau, das heißt, jetzt haben wir unseren Tree und den können wir jetzt einfach wieder storen, genauso wie wir unsere Blobs gestort haben, nur heißt es jetzt halt Tree und nicht Blob. Das heißt, jetzt machen wir wieder genau das Gleiche. Wir nehmen genau diesen String, den wir hier konstruiert haben, nehmen deren Länge, präfixen das mit Tree, Leerzeichen, Länge, hashen das und speichern das ab und zippen das natürlich vorher und kriegen dann ein Tree raus. Tada! Und das ist unser neuer Tree. Ich muss mal gucken, dass ich das halbwegs sinnvoll verwaltet bekomme, weil auf meinem Beamer habe ich eine andere Ansicht, auf meinem Laptop. Genau, das heißt, jetzt ist irgendwie so, jetzt können wir Trees speichern, jetzt ist noch die Frage, okay, das ist jetzt ein Ordner da drin, eine Datei da drin. Wenn wir mehr machen wollen, dann können wir einfach die Dateien verketten. Das heißt, das hier ist jetzt 0400000, das heißt, das ist ein Verzeichnis. Und da schreiben wir unsere eine ID rein, das ist D5Stuff, das ist dieses Verzeichnis hier, also das, den Tree, den wir gerade erstellt haben. Das heißt, wir erstellen jetzt einen Tree, der enthält die Datei als den Tree als Unterverzeichnis und das hier als Blob. Genau, das heißt, wir fangen damit an und dann konkatenieren wir das einfach mit einem zweiten Eintrag, sehr verbose. Und das tue ich jetzt, um noch was zu demonstrieren. Genau, das heißt, die werden einfach direkt aneinander gehängt. Da gibt es irgendwie kein Padding dazwischen oder sowas, sondern er weiß einfach, okay, der Name hat aufgehört, jetzt kommen irgendwie 20 Zeichen Binärdaten von dem Hash und dann kommt der nächste Eintrag direkt, der genauso formatiert ist. So, warum habe ich das jetzt so geschrieben? Ich meine, wenn ihr euch das anguckt, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, hier steht Dateiberechtigung 666. In Git ist irgendwie so der Witz, Git speichert eigentlich gar keine Dateiberechtigung. Du kannst hier zwar beliebige, valide Unix-Berechtigungen eingeben, aber also speichern im rohen Dateiformat, aber Git kümmert am Ende eigentlich nur Executable-Bit, ist es ein Link, ist es ein Verzeichnis, also ich glaube Executable-Bit des Owners sogar, Gesundheit, ist ein Link oder ist ein Verzeichnis. Das heißt, Git speichert echt keine echten Dateiberechtigungen, das heißt, ist es nicht dazu geeignet, um zum Beispiel Dinge zu archivieren, so von Haus aus, weil es einfach nur, ne, also nur irgendwie 4 oder 5 verschiedene Dateitypen kennt und nicht feingranulare Ownership oder so Scheiß. Das heißt, Git erlaubt uns zwar, das zu speichern, aber es wird damit am Ende nichts anfangen. Genau, das heißt, wir haben jetzt irgendwie so einen Tree, der enthält 2 Einträge. Der erste heißt Stuff und enthält unseren Tree. Der andere heißt tubar.txt und enthält unseren Blob 70c3. Und wenn wir das jetzt einfach mal storen, dann sehen wir, dass der hoffentlich auftaucht. Tada, da oben ist er. Und genau, und damit haben wir jetzt eigentlich schon unseren ersten relativ vollständigen Tree gemacht. Genau, die Trees sind, wie ihr jetzt hoffentlich mitbekommen habt, natürlich auch Content-Addressed. Das heißt, auch die werden wieder gehasht und unter dem Hash ihres Contents abgespeichert.
Und wenn man ein bisschen aufgepasst hat, dann sind sie bis ins tiefste Level Content Address. Das heißt, wenn ich irgendwann mal diese Datei speichere, dann wird sich der Inhalt dieses Tweets ändern, weil der muss dann ja eine andere ID referenzieren. Das heißt, er hat einen anderen Inhalt, ändert seine ID, dadurch ändert der hier seine ID, weil er muss auch anderen Stuff referenzieren und damit kriege ich eine ganz neue ID, die dann uniquely genau diesen Zustand beschreibt. Das heißt, jede ID beschreibt wieder den Zustand und zwar rekursiv. Und das ist deswegen wichtig, weil das Grundprinzip hinter Git ist immer, wir speichern irgendwie Pointer in diese Dateien und die Pointer hashen wir mit. Das heißt, immer wenn wir eine ID haben, ist eindeutig festgelegt, genau welchen Versionsstand wir für immer haben. Weil das Objekt wird sich auch nie wieder ändern. Git ist quasi write-only. Du kannst in Git auch nicht dieses Objekt irgendwie wirklich ändern. Du kannst die Datei ändern und sie neu hinzufügen, aber dann wird ein neuer Blob erstellt. Dieser Blob bleibt da. Auf der anderen Seite sehen wir auch, Trees sind irgendwie auch wieder fix, weil ein Tree enthält eigentlich nur so ein bisschen Text, den wir irgendwie deduzieren und der wird dann da reingeschrieben. Wir haben immer noch keine Diffs, keine teuren Operationen, ist alles immer noch O von 1. Das heißt, das ist irgendwie das Charakteristikum von Git. Die haben sich überlegt, welches sind die Operationen, die wir häufig machen müssen und die sollten am besten möglichst schnell gehen. Und das ist denen, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Genau, jetzt können wir uns das auch mal in der Shell angucken. Wir haben ja jetzt unseren Tree EDB0 und jetzt können wir uns auch mal angucken, wie der aussieht, damit wir auch glauben, dass Git uns glaubt, dass das ein echter Tree ist, indem wir den einfach mal auschecken ins aktuelle Verzeichnis. Und dann sehen wir, wir haben eine fubar.txt und einen Ordner stuff und im Ordner stuff liegt eine stuff.txt und ja, die stuff.txt enthält unseren ersten Blob, unseren zweiten und die fubar.txt enthält unser Hello World. Okay, das heißt, das ist nicht einfach nur so, wir haben da jetzt witzig rumgeschrieben, sondern Git glaubt uns das auch, also Git akzeptiert das auch. Das heißt, das ist wirklich das gesamte Format. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt, das ist ein sehr einfaches Format einfach. Also ich meine, ich habe jetzt irgendwie 10 Minuten oder sowas in so eine Perl-Dings gehackt. Soll ich sagen, dass es für mich ein Neuland ist? Wenn man einmal das Format verstanden hat, ist das halt echt nicht schwer zu schreiben oder zu parsen. Also zu schreiben sowieso nicht. Aber ja, machen wir mal weiter. Der nächste Schritt ist, jetzt haben wir Verzeichnisse. Das heißt, wir können irgendwie zu einem beliebigen Zeitpunkt unseren Versionsstand nehmen und irgendwie in Git werfen. Das kriegen wir alles hin mit dem Werkzeug, was wir jetzt haben. Und dann können wir das zu einem späteren Versionsstand auch haben. Und dann haben wir irgendwie so zwei IDs von irgendwie so zwei Trees, die jeweils unsere Versionsstände bezeichnen, aber damit können wir halt noch nicht so furchtbar viel anfangen, weil ich meine, wir müssen uns immer noch die IDs merken, IDs sind schwer zu merken und wir haben immer noch keine Versionsinformationen. Das heißt, das nächste, was wir machen, ist, wir führen Versionsinformationen hinzu und dafür gibt es in Git wieder ein neues Objekt, es gibt insgesamt 4, 2 haben wir jetzt durch. Das dritte ist der sogenannte Commit und ein Commit beschreibt einfach nur einen Versionsstand zusammen mit ein bisschen Metainformationen und irgendwie so einer Nachricht. So, Hello World oder so. Das heißt, wenn wir irgendwie so einen Comment schreiben wollen, brauchen wir erstmal irgendwen, das ist eine dieser erwähnten Metadaten, der sich das ausgedacht hat. Und dafür mache ich einfach mal kurz diese Abkürzung. Und wir brauchen die aktuelle Zeit, weil die wird mitgespeichert. So, ich zeige das deswegen, weil ich glaube, das ist relevant. Also, ihr solltet euch aber grob wissen, welche Daten eigentlich so mitgehasht werden. Und alles, was ich euch hier zeige, wird immer mitgehasht. Weil das ist das, wenn ihr eins davon ändert, irgendwie wird es schon dafür sorgen, dass ihr einen neuen Commit erstellt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel genau den gleichen Versionsstand nochmal eincheckt mit genau der gleichen Nachricht, aber zu einem späteren Zeitpunkt, wird trotzdem ein neues Commit-Objekt erstellt. Das heißt, es wird nicht wieder das alte sein. Wenn ihr eure Uhr zurückstellt, dann kriegt ihr das gleiche Commit-Objekt. Und dann schreiben wir einfach so einen Commit. So einen Commit hat erstmal einen Tree, also einen Versionsstand. Das heißt, im Commit muss natürlich erstmal stehen, was ist das, der Verzeichniszustand, auf den wir uns beziehen. Dann hat er einen Author, das bin ich, und zwar jetzt, zu dieser Zeit, in dieser Zeitzone. Und dann hat ein Commit noch einen Committer. Das ist wieder eine Person zu einer bestimmten Zeitzone. Das heißt, Author und Committer werden erstens mitgehasht und können zweitens verschieden sein. Was zum Beispiel relevant ist,
Angenommen, ich bin, habe als einziger Schreibberechtigung auf das Repository, weil ich bin der Hauptentwickler und Tim schreibt mir irgendwie einen Patch, dann kann ich den importieren und dann steht Tim als Autor drin und ich als Committer. Ganz einfach. Genau, und dann ist ein Commit einfach, enthält noch eine Leerzeile und nach dieser Leerzeile steht dann irgendwie die Commit-Message. Okay, und das heißt, das ist ein gesamter Commit. Der enthält einen Tree, der enthält einen Autoren, der enthält einen Committer und der enthält eine Commit-Message. Und so liegt er dann auch da drauf. Das heißt, wenn wir den jetzt irgendwie mal speichern, dann taucht er hoffentlich hier oben auf. Und tada, da ist unser Commit. So. Auch hier können wir uns den mal wieder in so einer Shell angucken. Dafür müssen wir natürlich wissen, wie der heißt. DDCF. Und dann sehen wir, okay, der hat irgendwie, dies ist eine Commit-Message von Axel Wagner. Die werden nicht getrennt aufgeführt, Author und Committer, weil das ist das gleiche, der gleiche. Das hat einen bestimmten Datum, das ist so ungefähr jetzt. Und dann wird hier beschrieben, was geändert wurde. Was wurde geändert eigentlich? Wir haben ja eigentlich nichts geändert, weil vorher war unser Repository leer. Aber jetzt ist so der Punkt, wo er so diff macht. Irgendwie das erste Mal so eine teure Operation. Das heißt, was er tut ist, er difft, hier habt ihr einen Index 00000 nach sowieso. Das heißt, das ist unsere Commit, unser Blob hier. Das heißt, das hier ist einfach nur der Diff von nichts zu diesem Blob. Und ja, der hat, da ist einfach ein FUBAR dazugekommen und hier ist ein Hello World dazugekommen. Das heißt, irgendwie, ja, unser Commit enthält eigentlich diese Daten ja nicht. Unser Commit enthält eigentlich keine Daten über die Frage, was sich geändert hat, sondern unser Commit enthält nur Daten über welcher Versionsstand war zu welchem Zeitpunkt. Und die Änderungen werden dann halt also erstellt, wenn ihr euch das Repository anguckt. Das ist ganz spannend, weil man eigentlich erwarten würde, dass man sowas, die teure Operation einmal berechnet und ablegt. Das machen ganz viele andere Versionskontrollsysteme so. Aber die Git-Entwickler haben sich halt gedacht, okay, Adden und so Scheiß, das müssen wir andauernd machen, die ganze Zeit und immer und überall. Und so wirklich händisch rüberschauen und sich irgendwelche Diffs angucken, wird relativ selten vorkommen. Deswegen ist das einfach die günstigere, die teurere Operation in dem Fall. Genau, ja. Jetzt haben wir Commits, wir können ganz viele Commits anlegen und sind dann ganz happy, weil wir haben irgendwie so Commits. Aber irgendwie ist es immer noch hässlich, weil unser Commit heißt jetzt irgendwie BDCF und eigentlich soll unser Commit anders heißen. Also irgendwie will ich nicht immer, wenn mir Tim sagt, hey, schau mal, was derzeit so los ist, sagen, hey Tim, was ist eigentlich der aktuelle Stand von Master irgendwie? Und dann sagt, also von deinem Branch. Und dann sagt er, ja, der ist BDCF. Mach mal einen Checkout auf BDCF. Und deswegen will ich einen guten Namen dafür haben, einen menschenlesbaren Namen. Dafür existieren das erste, was ich vorstelle, was irgendwie kein Object ist, nämlich sogenannte Refs. Refs liegen jetzt nicht in Objects, weil es sind keine Objects, sondern es sind Refs. Die liegen in Refs, also References. Und dann gibt es in Refs zwei Unterordner. Der eine heißt Heads, das ist der wichtige für uns gerade. Der andere heißt Text, den stelle ich später vor. Und dann erstellen wir einfach so eine Datei. Die nennen wir mal FUBAR. Dann schreiben wir nach FUBAR, schreiben wir die Commit-ID von gerade eben. Und dann sollte eigentlich ich habe die Vermutung, dass meine Software nicht so funktioniert, wie sie soll. Ich probiere mir sie schaden, sie Dings. Nee. Sekunde. Er sagt mir nämlich, dass da was kaputt ist. Dann gucken wir mal, was ich da jetzt genau reingeschrieben habe. Enthält BDCF. Not a valid object name, das ist schlecht. Okay, das existiert aber.
Ja, also irgendwo habe ich offensichtlich was kaputt. Oh, ist das anstrengend. Ist egal, wie häufig man es... ausprobiert, am Ende funktioniert es natürlich trotzdem nicht. Gut, jetzt habe ich es wieder zum Laufen gebracht, vielleicht. Ja, jetzt läuft es wieder, jetzt muss ich irgendwie den hier neu starten. Tipp, tipp, tipp. Da, 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 da. Ah, da ist er. Gut, jetzt nochmal starten für mich. Genau. So. Bin ich mir nicht ganz sicher? Kann ich dir nicht sagen. Also... Was auf jeden Fall, also was vielleicht schief lief, ist, ich habe kein Trailing New Line drin gehabt. Nachdem ich es dann hatte, hat er es wieder genommen. Also vermutlich hat er sich darüber beschwert. Aber ja. Ja, schauen wir uns kurz an, ob das jetzt funktioniert hat, wie es soll. Und ja, hat es. Wir haben irgendwie so einen Commit, die seine Commit-Message. Und zwar referenzieren wir jetzt diesen Commit nicht mehr durch BDCF, sondern über FUBAR. Das heißt, wir haben jetzt hier irgendwie so einen ref head fubar, das heißt, wir haben so einen Branch, der fubar heißt, und der zeigt einfach nur auf diesen Commit. Das heißt, ein Branch in Git, auch das ist ein Unterschied zu anderen Versionskontrollen, ist einfach nur so eine Datei, in der steht so eine ID. Und das heißt, es ist auch einfach nur so ein Pointer. Das heißt, so ein Branch ist deswegen in Git unglaublich günstig. Das ist, also, günstiger geht's gar nicht. Du musst nichts machen, außer einmal so eine ID irgendwo hinschreiben. Deswegen sagen die Git-Entwickler ja auch, mach Branches für alles. Branches kosten nichts. In SVN ist es irgendwie anders, da musst du mit so einem Branch, kommt irgendwie ganz viel Scheiß mit. In Git ist irgendwie so ein Branch Furz. Du kannst halt für jede Zeile, die du änderst, einen eigenen Branch anlegen und es ist immer noch effizient. Genau, jetzt können wir auch mal gucken, den mal auschecken. Und dann sehen wir, dass auf einmal so ein Head aufgetaucht ist. Genau, was heißt jetzt auschecken? Auschecken heißt, wir ändern den derzeit aktiven Branch auf den wir gesagt haben. Das heißt eigentlich, wir ändern nur diese Head-Referenz. Das heißt, wir haben hier so eine Datei, .git/head. Und da steht jetzt einfach nur drin, refs, heads, fubar. Das heißt, head ist eine symbolische Referenz, keine echte Referenz. Und die zeigt einfach nur auf einen Branch. Das bedeutet, angenommen, fubar ändert sich jetzt, dann bleibt head trotzdem immer noch auf der aktuellsten Änderung. Das ist einfach nur die Idee dahinter. Das heißt, auch symbolische Referenzen, sowas wie head, sind einfach nur irgendwie Dateien, die auf etwas zeigen, aber sie zeigen halt nicht auf Objects, sondern sie zeigen auf andere Refs. Man kann theoretisch auch eine Object-ID reinschreiben und das funktioniert auch alles. Und man kann theoretisch auch in einem Branch eine symbolische Referenz reinschreiben und das funktioniert auch alles, aber das ist nicht so gedacht. Ja? Genau, die History kommt jetzt. Okay. Zurück zur Versionsverwaltung, steht jetzt in meinen Slides. Wir haben jetzt irgendwie, wir können Comments erstellen, wie du festgestellt hast, aber das ist irgendwie noch keine Versionskontrolle. Versionskontrolle kommt, wenn wir Comments miteinander verknüpfen. Und das ist auch ganz einfach. Wir machen einfach nochmal so einen neuen Blob, damit wir irgendwie einen neuen Versionszustand haben, auf den wir uns dann beziehen können einfach. So, alles, keine schwarze Magie, genau das, was wir schon die ganze Zeit machen. Wir erstellen so einen Blob. Wir erstellen so einen Tree. Tada! Und wir erstellen wieder unsere Zeit. Und unser Commit hat jetzt wieder so einen Tree, nämlich unseren Tree, den wir gerade erstellt haben. So, und jetzt kommt nämlich genau das, wo Versionskontrolle reinkommt. Ein Commit kann nämlich auch ein Parent haben. Ein Parent bedeutet, ich speichere hier einen Zeiger ein auf den Commit, der vor meinem war. Das heißt, hier können wir jetzt die Commit-ID einfach reinschreiben und dann ist das der Parent.
Und dann schreiben wir noch den Rest rein, das gleiche wie immer. Ich kopiere das hier mal wieder raus. Und dann haben wir so einen Commit und dann speichern wir den. Nebenbei, wir sehen, wie sich hier das entwickelt. Wir haben irgendwie einen neuen Blob erstellt, einen neuen Tree und jetzt einen neuen Commit. Und jetzt wird er hier angehängt. Das ist unser, alter, das ist unser neuer Tree, das ist unser neuer Blob. Und hier wird dann der neue Commit angehängt. Und der enthält einfach einen Pointer auf BDCF als Parent. So. Spannend ist jetzt, das zeige ich auch nachher noch, man kann auch mehr als einen Parent angeben. Das ist dann ein Merge-Commit. Das heißt, wenn wir einfach, also Mergen in Git funktioniert auf dem Low-Level halt so, wir haben irgendwie zwei divergierende Entwicklungszweige, an deren Enden zwei verschiedene Commits stehen und dann erstellen wir einen neuen Commit, der den Tree enthält, der das beides gemerged sein soll, das passiert dann durch schwarze Magie von Git, und der als Parent einfach die Enden beider Objekte hat. Und dann kann Git halt runterlaufen von dem neu erstellten Commit, runterlaufen und sieht, oh, da ist eine Verzweigung, da hat er zwei Parents, da ist die Versionsgeschichte auseinandergedriftet und kann das entsprechend darstellen. Genau, aber erstmal ändern wir jetzt unseren Branch. Von, ja? Ja, also die Frage war, so wie er es verstanden hat, also ich glaube, das ist die Aufnahme, ist der Parent nur ein einzelner Wert und kein Array und das stimmt, aber du kannst einfach mehrere Zeilen mit Parent angeben. Ach so, okay, gut, ja. Und dann hast du mehrere Parents. Könnte man auch Freeway-Merges theoretisch. Ja, du kannst beliebig viele Parents haben. Bis zu null. Das ist natürlich der Vorteil von so einem Ask-Komma. Also ja, also wenn du aufgepasst hast, unser erster Commit, den wir erstellt haben, der hatte null Parents sogar. Ja, weil was soll der Parent sein? Es gibt noch keine Commits, denn der erste Commit hat keinen Parent. Daran erkennt Git, okay, jetzt das Ende der Fahnenstange erreicht. Das ist das Äquivalent zu, in einer Single-Linked-List in einer Sprache einen Nullpointer drin zu haben am Ende. Wenn etwas fehlt, fällt es einem nicht so auf, wie wenn etwas zu viel ja. ist. Deswegen aber nicht direkt auf. Ja. Genau. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie unseren neuen Commit erstellt, aber eigentlich wollen wir ja auch unseren Branch updaten, nicht nur einen Commit erstellen, deswegen setzen wir einfach irgendwie diese Referenz auf den anderen Commit und sehen übrigens jetzt auch direkt, oh, Head hat sich mitgeändert. Wir haben an Head eigentlich nicht gespielt, aber Head zeigt trotzdem immer noch auf Fubar und damit auf den neuesten Commit. Okay? So. Das heißt jetzt wieder der Witz, die gesamte Versionskontrolle passiert auch ohne Diffs. Wir speichern keine Deltas. Git speichert echt einfach nur die Objekte. Mit Ausnahmen, die noch zu nennen sind, aber grundsätzlich einfach nur die Objekte. Das ist einfach unglaublich schnell. Du kannst einfach beliebig schnell Commits erstellen eigentlich, weil du schreibst halt immer nur eine Datei und auch, verweist auf einen Zustand. Genau, ja. Und also es ist halt vor allen Dingen nicht so, dass du, um eine Datei hinzuzufügen oder einen Commit zu erstellen, die Änderungen speicherst im vorherigen Commit, was irgendwie lange dauern würde, was echt problematisch wäre, wenn du mehr als einen Parent hast, weil welche Änderungen speicherst du jetzt? Sondern du machst einfach immer Snapshots. Alles ist Snapshot. Gibt es keine Tricks irgendwie, um die Effizienz zu erhöhen? Ja, komm später. Erstens, also die Frage war, gibt es keine Tricks, um Effizienz zu erhöhen? Der Punkt ist, wenn du das, also wir machen jetzt gerade alles als sogenannte Loose Objects, aber wenn du das Loose Objects heißt das, dieses Slash Objects Verzeichnis. Lose. Das ist das Effizienteste, was geht. Erstmal. Es ist nicht das Platzsparendste, aber das Schnellste. Weil du musst immer nur auf eine Datei zugreifen, die einfach nur entpacken und fertig. Es gibt auch Packed Objects und Packed Objects machen das. Die speichern Deltas, um Platz zu sparen, aber wieder in unglaublich clever und man kann es sich gar nicht vorstellen. Aber dazu später vielleicht noch ein bisschen mehr. Genau. Jetzt kurz erwähnt, weil das ist, was ziemlich häufig passiert. Wir haben gemerkt, wir können irgendwie Fubar auschecken. Ich mache mal einen Reset einfach damit. Und kriegen dann den Versionsstand. Aber wir können natürlich auch andere Dinge auschecken. Und viele Leute, wenn sie irgendwie sagen, okay, ich will jetzt wissen, wir wollen uns jetzt mal den Stand angucken von der letzten Version, wie die so aussah, dann würden sie einfach Git Checkout BDCF machen.
Und dann sind sie im sogenannten, da meckert erstmal Git, hallo, du bist in Detached Head State, was das einfach nur sagt, ist das, was wir hier sehen, unser Head zeigt derzeit nicht auf einen Branch, sondern auf einen Commit. Das heißt, wenn wir hier jetzt irgendwie neue Commits erstellen, zum Beispiel machen wir hier mal echo fudge nach fubar.txt, git add, das sind jetzt die High-Level-Commands, die man normalerweise benutzt, weil wir das alles schon kennen und dauert sonst zu lang. Nennen das mal dangling commit. Genau. Das heißt, jetzt haben wir so einen Commit erstellt, aber Head ist das Einzige, was da drauf zeigt. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie wieder Fubar auschecken, dann sagt Git, ah, Achtung, du hast hier irgendwie so einen Commit, den kann ich nicht erreichen von irgendwelchen Branches aus oder von, also ich weiß nicht, ich würde an den nicht rankommen, wenn ich nochmal suchen würde. Genau, der ist verwaist, der ist einfach dangling. Angenommen, du willst den doch behalten, mach mal einen neuen Branch damit auf. Wir erinnern uns, Branches sind günstig, das heißt, wir können jetzt einfach sagen, okay, mach einen neuen Branch auf, schreib diese ID halt in diese Datei. Super. Genau, und wirklich verloren geht das erst, wenn es Garbage Collected wird. Genau, so wie es jetzt ist, bleibt er so lange da, wie er halt da bleibt, aber irgendwie, ich glaube, ungefähr einmal pro Woche oder irgendwie sowas. Also, während du es benutzt, laufend, ab und zu, läuft halt ein Garbage Collector und der räumt halt auf. Und der würde sowas dann löschen. Genau, und wir können den jetzt retten, indem wir irgendwie so einen Branch erstellen. Stattdessen erstellen wir einfach mal einen Tag. Damit wir uns auch das vierte große Objekt kennenlernen, ein Annotated Tag. Annotated Tags sind eigentlich genau das gleiche wie Commits, nur zeigen sie auf genau eine Version und werden auch nie wieder geändert. Und sind zum Beispiel dafür da für Release-Version. Das hier ist jetzt das Tag Version 1.0. Local Time. Aber im Wesentlichen ist es genau das gleiche wie sonst auch. Nur jetzt haben wir ein Object, das ist ein Pointer auf das Objekt, auf das wir zeigen wollen. Jetzt 2.2e, ist das richtig? Nein, wir wollen 4b, 3e. Ja, das Schöne ist, weswegen ich das auch gerne mache, so ist, wir können beliebig Scheiß bauen. Und, das heißt, wir zeigen einfach auf dieses Objekt, sagt unser Tag. Ich habe irgendwo... Genau, hier habe ich ein Dollarzeichen. Unser Tag vom Typ Commit, weil wir auf einen Commit zeigen. Es hat einen Tag, Tag-Namen. Es hat einen Tagger. Das bin ich, und zwar jetzt, um diese Uhrzeit, in dieser Zeitzone. Dann hat es wieder... Ich bin so froh, dass ich nicht händisch machen muss, so viele Commits, die ich gemacht habe. Ja, aber wie gesagt, das ist einfach, um mal zu zeigen, was so passiert. Ja. Genau, und so sieht dann so ein Tag aus. Auch wie so ein Commit, wir haben mehrere quasi Key-Value-Pairs und dann so eine Nachricht. Und den können wir einfach... nee, weil der Tag halt kein Commit ist, sondern der Tag ist keine kreative Leistung, sondern ein Tag ist einfach nur so ein kleiner Kleber, den du irgendwo dran klebst. Das heißt, es macht keinen Sinn, da einfach zu unterscheiden. Das heißt, wir speichern das irgendwie als Tag und dann taucht hoffentlich und mal wieder ist irgendwie Qualitätssoftware, Object Field Invalid, Qualitätssoftware von Axel Wagner. Live-Mode ist aber auch echt bitter. Ja, ich habe ein, ich sehe es, ich habe hier nämlich ein Newline vergessen. Das Problem ist, dass ich einen Teil halt nicht copy-pasten kann. Das heißt, das Erste, was ich mal machen muss, ist das, was ich gerade erstellt habe, löschen, weil das ist halt jetzt ein korruptes Objekt. Ich habe mir jetzt nicht gemerkt, welche ID da rausgefallen ist. Und ich kann hier leider nicht hochscrollen, glaube ich. Weiß jemand, wie man in Tmux hochscrollt? Ich glaube, Shift hoch und so funktioniert. Nee, funktioniert nicht. Das funktioniert in Screen. Was ist das? Das macht irgendwas. Wo bin ich? Eigentlich grundsätzlich bin ich da, wo ich vielleicht hin will. Tagger now, da, das ist genau das, was wir da schon. B1.
Ja, meine Software, also die Qualitätssoftware, die ich hier geschrieben habe, kommt natürlich nicht damit klar, so jetzt muss ich wieder zurück in den normalen Mode. Ja, sehr gut. Ja, egal. Jetzt zu spät. Genau, und jetzt hat er den Tag erstellt und jetzt mag er ihn auch lesen. Das heißt, jetzt sehen wir, hier ist einfach unser Tag aufgetaucht. Unser Tag ist aber wieder nur eine ID. Das heißt, wir müssen unser Tag noch irgendwie unter einem Namen speichern. Und das machen wir genauso, wie wir es mit Branches machen, nur halt im Unterverzeichnis Tags von Refs und nicht im Unterverzeichnis Heads von Refs. Ja? Was ist dieses Subtag, was du da angepackt hast? Also dieses Tag-Subtag, wo ist das jetzt? Was macht das? Genau, das ist einfach nur im Ordner Refs, also im GitHub-Repository Refs, Tags, liegt einfach jetzt eine Datei SumTag und da steht die ID drin von unserem Tag, 6.7. Das heißt, das ist einfach nur eine benamste Datei in einem bestimmten Verzeichnis und da steht ein Tag drin. Das ist auch der Name des Tags. Wenn wir uns jetzt hier getag angucken, dann sehen wir, hier gibt es jetzt das Tag, SumTag. Genau, also das ist einfach nur ein benamstes Tag, genauso wie wir einen benamsten Branch haben, genauso gespeichert. Zusätzlich ist der Name aber auch nochmal im Tag gespeichert, weil der Name eindeutig ist und das führt nämlich dazu, dass sowas, wenn wir sowas machen wie git show tag, nicht tag, sondern SumTag, dann sagt er uns hier nämlich auch, welches Tag das eigentlich ist. Ne? Das heißt, das kann er ja nur wissen, wenn ihr das irgendwie bekommt. Also wir können hier jetzt auch die ID vom... Das Ding kann kein Dings. Die ID vom Tag angeben. 6, 7, A, 8. Genau, und dann weiß er trotzdem immer noch, dass das SumTag heißt. Das liegt daran, dass es halt auch im Tag gespeichert ist. Wie uns vielleicht aufgefallen ist, nämlich hier. Also markieren können wir nicht. Hier. Es ist auch im Tag gespeichert. Ne? Das Schöne ist, bei allen Sachen, die ich jetzt vortrage, kann man fragen, was passiert, wenn ich hier Folgendes anderes mache. Man kann das mal ausprobieren, wenn man weiß, wie das Low-Level funktioniert, deswegen mache ich das. Ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, was passiert, angenommen, ich schreibe da ein anderes Tag, als der Name eigentlich ist, beschwert sich Git dann. Ja, genau. Grundsätzlich bin ich damit auch schon fertig. Wir warten kurz auf die Pizza. Ich habe noch zwei Dinge zu sagen, aber... Dips. Dann jetzt zu den letzten 3, 4 Dingen, die zeige ich jetzt einfach in der Shell, weil es High-Level ist. Wie funktionieren irgendwie so Remotes? Das heißt, jetzt wissen wir, wie Versionskontrolle passiert, lokal bei uns, aber ich will ja irgendwie auch mich austauschen. Dafür erstellen wir mal ein zweites Repository. Und dann können wir einfach ein Remote adden. Den nennen wir mal SumRemote und der liegt irgendwie in /temp/test2. Dann können wir da irgendwie hinpushen, was genau hinpushen bedeutet, sage ich vielleicht gleich noch, unseren Foobar. Und jetzt haben wir im Remote Foobar stehen. Wenn wir jetzt mal nach Sekunde, taucht der hier jetzt schon auf? Ist der jetzt schon wieder kaputt? Ja, habe ich. Dann ändern wir jetzt einfach mal direkt die Config. Das geht am schnellsten. Beschwert er sich immer noch? Irgendwie schon. Ich weiß nicht wieso. Nee, das ist nicht nötig. Ja, jetzt tut er es nämlich auch. Er tut es schon, nur hat er noch nicht gemerkt, dass er sich gerne aktualisieren darf. So. Das funktioniert alles mit ganz viel schwarzer iNotify-Magie, deswegen funktioniert es leider nicht immer so. Genau, das heißt, wir sehen jetzt hier, taucht da, als ich das gemacht habe, ein neuer Branch auf, nämlich Refs, Remotes, SumRemote, Foobar. Wollen wir die Tür vielleicht zumachen? Egal. Das heißt,
Jetzt habe ich einfach einen neuen Branch, der auf das gleiche Objekt zeigt, aber wo drin steht, dass es von einem Remote ist. Und wenn ich jetzt irgendwie mir mal den Remote angucke und hier eine Änderung mache, Checkout, foobar, jetzt löschen wir einfach mal eine Datei und committen das. Ne? Dann hat sich jetzt noch nichts geändert hier. Also wir wissen jetzt noch nicht, dass irgendwie unser Remote gerade einen neuen Commit erstellt hat. Und wie wir das rausfinden ist, indem wir einfach sagen, git fetch some remote. So, some remote does not appear to be a git repository. Some remote. Ja, genau. Und jetzt hat er sich vom Remote alle neuen Objekte gezogen. Und alle neuen Objekte bedeutet, wir haben jetzt hier, der Branch zeigt jetzt auf einen neuen Commit, das ist der, den wir gerade in dem anderen Repository erstellt haben. Aber unser eigener Fubar zeigt immer noch auf unseren alten Commit. Ungefähr verständlich hoffentlich. Das heißt, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben jetzt alle Änderungen, die der andere hat, aber wir haben sie noch nicht in unserem Branch. Das heißt, wir mergen jetzt einfach mal den anderen Branch. Und dann sollte, genau, zeigt unser Branch auf einmal auch auf den neuen Commit. Und so einfach ist das. Das heißt, immer wenn wir uns aktualisieren wollen, machen wir normalerweise git pull stuff. Und git pull macht einfach genau das Gleiche. Das macht einmal ein git fetch. Und dann macht es ein git merge. Ich habe vorhin gesagt, wenn man merge, dann erstellt man einen neuen Commit mit zwei Parents. Wer aufgepasst hat, das ist hier, wer das sieht, offensichtlich nicht passiert. Woran liegt das? Das liegt daran, dass das ein sogenannter Fast-Forward-Merge war. Das heißt, Git hat einfach erkannt, okay, der eine ist irgendwie ein Abkömmling des anderen. Das heißt, ich setze einfach die mal auf das Gleiche, da müssen wir ja nicht groß mergen. Das ist ja eigentlich das Gleiche. Das heißt, ein Fast-Forward-Merge geht wieder unglaublich schnell. Und das ist so der Standard-Merge, den man so hat. Der hängt einfach nur die zusätzlichen Commits an und setzt dann den Branch-Dingspunkt. Genau. Also du machst halt nichts. Du machst das git fetch, da holst du dir die Daten und dann machst du ein git merge und dann schreibt er eine neue Commit-ID rein, wenn er das merkt. Und um jetzt aber noch einmal ganz kurz zu zeigen, wie so ein echter Merge dann aussehen würde, so ein echter Merge-Commit, wir mergen einfach mal unser Sum-Tag, was wir irgendwo mal gespeichert haben, ne, unser Tag auf unserem dangling Commit und mergen den einfach mal. Und dann sieht man vielleicht, ein bisschen chaotisch langsam, hier ist Fubar. Fubar zeigt auf den obersten Commit und der hat zwei Parents. Tada! Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Und wenn man sich das jetzt mal im Repository anguckt, wie heißt der Commit? F-Dings, LLF-5-Stuff vermutlich. Dann sieht man auch, der hat einfach zwei Parents hier. Der hat hier Parent A und Parent B und das sind einfach genau die beiden Commits. Tada! Und so funktioniert dann halt Merging. So, ja, mehr habe ich nicht konkret zu erzählen. Das war jetzt ja auch, glaube ich, lang genug. Unkonkret noch ein Punkt, um auf das einzugehen, was du vorhin gesagt hast, Packfiles. Also macht es auch Delta. Wenn Git aufräumt, dann macht Git auch ein sogenanntes Repack. Das heißt, Git hat das Prinzip von Packfiles. Und wenn ich das jetzt mache, geht alles kaputt. Deswegen mache ich das nicht. Aber da liegen einfach ganz viele Objekte in einer cleveren Indexstruktur, mit einer cleveren Indexstruktur drin und können da abgefragt werden und da macht Git auch, speichert Git auch Deltas. Und was Git da macht ist, Git geht davon aus, das neueste Objekt ist das, was am häufigsten zugegriffen wird. Also je neuer das Objekt ist, desto häufiger wird zugegriffen, was also für die meisten Fälle eine valide Annahme ist. Und speichert also die neueste Version. Die neue Version ist. Die neue Version ist. Also ja, okay, ich verstehe schon. Ja. Speichert also die neueste Version als reines Objekt, damit es möglichst direkt gelesen werden kann. Und dann alle älteren Versionen, es hat dann so eine Heuristik, die entscheidet, ob zwei Blobs voneinander abstammen oder nicht, speichert es dann als Deltas. Das heißt, wenn man irgendwie so einfach nur so einen Get-Checkout macht, dann kriegt man nur ungedeltete Objekte raus, immer, was wieder so ein Zeichen von schnell ist, irgendwie so einen Checkout auf irgendeinem Branch oder also einen Clone oder was auch immer, geht halt fix. Und erst wenn man dann irgendwie so einen git blame oder so ein langes git log oder sowas macht mit irgendwelchen Statistiken oder sowas, fängt man dann an, die Diffs wieder aufzulösen. Aber grundsätzlich ist einfach die Idee, das muss uns meistens nicht interessieren, deswegen speichern wir das so ab. Und die haben noch ganz viele Heuristiken in ihre Packfiles eingebaut, die ganz witzig sind, sich das mal anzugucken. Da gibt es Mailinglisten-Posts drüber, aber das ist halt, das Format ist so kompliziert, das wollte ich jetzt hier nicht machen, das macht keinen Sinn. Das erklärt aber
Ja. Mhm. Auch wenn du Summaries machst bei Gitlog. Mhm. Mhm. Aber auch Bisecten, also die Idee bei Bisecten ist ja durchaus auch, wir machen binäre Suche, damit wir möglichst wenig Commits auschecken müssen. Ne? Also, ja, aber also, das dauert halt da schon. Ja, also länger als eine einzelne Commit in der History auszuschneiden. Dauert es? Ja, also schon. Also wenn man jetzt mal so Bisects auf dem Kernel macht zum Beispiel. Also auf einem größeren Quellcode-Bau. Na klar, Bisects auf irgendwie so kleinen Krams, passt alles im Rahmen, ist egal. Aber ja. Habe ich tatsächlich noch nie ausprobiert, muss ich sagen. Also ich wüsste jetzt aber gerade nicht wirklich, warum. Also, wenn du dir den ältesten Commit anguckst, dann sollte eigentlich er ja den, also was natürlich länger dauert, ist die Tatsache, dass du, wenn du bisectest, tatsächlich den Revision Tree walken musst. Wenn du einen einzelnen Commit auscheckst, kannst du einfach diese Objekt-ID raussuchen, den Versionsstand einspielen und bist fertig. Da ist auch egal, also fast egal, wie lange der zurückdauert, also abgesehen von dem Delta-Encoding, was aber, also, ne? Aber wenn du halt bisectest, dann ist ja auch die Frage, welcher Commit ist genau in der Mitte von dem und dem. Und dafür muss er vom Anfang bis zum Ende den gesamten Revision-Tree runterwalken und sich merken, um dann zu gucken, wo die Mitte war. Weil er speichert ja in den Nodes, er hat ja keine High-Level-Informationen, er hat ja immer nur in den einzelnen Commits gespeichert, welches eigentlich der Vorgänger war. Das heißt, er muss dann den ersten Commit entpacken, nachgucken, wer ist der Parent, den Parent entpacken, nachgucken, wer ist der Parent und so weiter, bis er an dem angekommen ist, wo du aufhören willst zu bisecten. Ja. Und dann muss er sich unterwegs alle Commit-IDs gemerkt haben und den mittleren auswählen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das halt länger dauert. Xen hat da noch eine Frage? Was passiert, wenn irgendeine Fahr-ID einen Collision hat? Das ist, glaube ich, also ich vermute, die häufigst gestellte Frage auf der Mailingliste. Es gab vor ein paar Jahren so einen großen Hype, wo Leute Git totgeredet haben, weil sie gesagt haben, oh mein Gott, Git, ihr benutzt SHA-1, das ist gebrochen, da gibt es dann Collisions. Wenn es Collisions gibt, dann gehen ziemlich sicher Dinge kaputt. Okay, ja, kein Collision-Handling einfach. Nee, das ist kein richtiges Hash-Table. Ich meine, für eine Collision, also ich meine, angenommen, es gibt eine Collision, mit ein bisschen Glück merkt Git das weiß ich nicht, habe ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Weil dafür müsste ich irgendwie einen, also um das auszuprobieren, bräuchte ich auch eine Collision. Ich habe keine SHA-1 Collision zur Hand gerade. Müsste das nicht irgendwie, also ich sehe das komisch vorkommen, wenn er quasi Objekte hinzufügen will, weil es offensichtlich schon gibt, aber er der Meinung ist, dass es neu sein müsste? Also das passiert ja jeden Tag. Wann immer du Git add machst, wird jede Datei, die du nicht veränderst, versucht neu hinzuzufügen und er merkt, oh, die gibt es ja schon. Und er macht dann keinen Diff auf alles. Ja, stimmt. Okay, also ich vermute, der überschreibt dann einfach blind. Aber ich meine, SHA-1 hat immer noch irgendwie, das sind 20 Byte. Das heißt, du hast irgendwie 160 Bit. Du hast 2 hoch 160 verschiedene Dateien. Die Wahrscheinlichkeit ist halt schon sackgering, weil SHA-1 halt statistisch immer noch relativ gut ist. Also, aber soweit ich weiß, ja, also die Git-Entwickler haben gesagt, das passiert nicht. Das ist auch der Witz, weswegen ist dieses, wenn du gegen eine vorher nicht existente Datei diffst, zeigt er dir ja den Diff an von Commit-ID 0000, also Objekt 0000 zu deinem Objekt. Und das wird auch so als Delta gespeichert, wenn du irgendwie Delta-Encoding hast und so. Da ist einfach die Idee, okay, es wird niemals in deinem Leben, wirst du mal ein Objekt hinzufügen, welches die Commit, also welches die, den SHA-1 slash 0000000 hat. Ansonsten geht halt alles kaputt. Das sind schon spannende Annahmen. Es sind natürlich spannende Annahmen aus theoretischer Sicht, aber aus praktischer Sicht stimmen sie einfach. Weil ich meine, also 2 hoch 160. Ja, ja. Das heißt, du müsstest, damit du realistisch irgendwie hast, brauchst du 2 hoch 80 Objekte in deinem Repository. Das sind so viel, wie es irgendwie, also, ne, das ist irgendwie eine 1 mit, ja, ne? 18 Nullen. Ne, also es ist jetzt irgendwie nicht so realistisch. Da kommen vorher ein heißes Thema an irgendwelche Grenzen. Ja. Also das muss ja erstmal alles irgendwo gespeichert sein. Wie viele Ordner da sein kann, X4 pro Zeichen speichern? Siehe Wikipedia, also das ist da gelistet. Das ist auch teilweise. Okay, sonst noch Fragen?
Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt, weil es ein bisschen dröge ist, wenn einfach jemand da reinhackt und irgendwie nicht immer alles klar ist, aber ja, ein Ziel war eigentlich auch, dieses Tool hier so ein bisschen vorzustellen für Leute, die sich mit Git auseinandersetzen, das allererste Mal, weil beim allerersten Mal ist es halt noch sehr verwirrend und ich glaube, dass es sehr helfen kann, wenn man dann etwas hat, was einem die ganze Zeit visualisiert, wie jetzt genau das Repository eigentlich aussieht, nachdem man jetzt gerade einen Git-Add gemacht hat. Das Problem ist nur, dieses Tool braucht irgendwie die allerneueste Version von libgit und dann braucht es Go und dann braucht es irgendwie ungemergte Changes. Aber also in den nächsten Tagen ist hoffentlich ungemergte Changes. Also ja, einige der Changes, die ich brauchte in dem Go-Bindings, sind noch nicht upstream. Aber was benutzt du für ein Tool für das Graphenzeichen? Die Graphen werden gezeichnet mit Graphvis, also Dot. Und das hat einfach so einen X-Output, so einen Xlib-Output. Das heißt, wenn du irgendwie mit TX11 das startest, dann öffnet er so ein Fenster, da drin kannst du dann so ein bisschen zoomen und dann macht mein Programm macht einfach nur mit iNotify listet es, also watcht es auf Changes und immer wenn es einen Change gibt, crawlt er das Repository neu, packt alles in einen Graphen und lässt iNotify den neu zeichnen, Graphis den neu zeichnen. Also. Ich habe mal mit Bäumen gearbeitet, wollte die visualisieren. Und habe geguckt, wie ich dieses Graphis füttere und habe gesehen, es gibt mehr oder weniger zwei Möglichkeiten. Ich mache halt das File, was man händisch machen würde, wenn man so einen Graphen macht, ja. Generiert es mit meinem Code oder ich spreche direkt die Library von dem Graphis an. Wie machst du es? Ich öffne in Sekunde, kann ich bestimmt zeigen, wie ich das mache. Ja, dass da jetzt so viele Dateien liegen, liegt daran, dass das irgendwie tausendmal erstellt wurde. Aber hier liegt einfach eigentlich nur so eine... Verdammt. Jetzt öffne ich nur leere. Also, da liegt halt so eine Datei drin und die wird gewatcht. Weil der Grund dafür ist, dass Graphvis mit diesem X11-Programm, mit dieser X11-Software, der startet mit einem Dateinamen, also mit diesem X11-Output, und dann watcht es selbst mit iNotify diese Datei auf Änderungen und immer wenn sie sich ändert, liest sie neu ein und rendert sie neu im gleichen Fenster. Das heißt, ich erstelle einfach nur in Temp eine Datei und schreibe da dann einfach immer den Graphen hin. Das ist eine ganz normale Datei, wie ich sie auch händisch mache. Genau. Die Namen jetzt irgendwelche... Die Namen sind halt die Commit-IDs und so, damit wir das auch richtig labeln können und so. Und funktioniert gut. Also... Ja, exzellent. Aber ich habe halt überlegt, wie designe ich... Du hast etwas in Go geschrieben. Ja. Ich habe überlegt, wie designe ich einen Werker, der meine Struktur crawlt und sie dann in einem Kurs ablegt. Und ich bin irgendwo gegen die Wand gelaufen. Ich finde es cool, dass du gemacht hast. Ist Open Source, was du da geschrieben hast? Mhm. Achso, nee, das wäre nur anders. Wenn du auch einen Speicher hast, musst du eigentlich einmal einen No-Form machen und einmal die Kanten. Das alles rausspucken und fertig. Also das ist eigentlich relativ simpel. Das ist halt das, wo ich hängen geblieben bin. Ich bin so ein bisschen Perfektionist, ein bisschen zu viel. Also wie ich das mache... Wie ich das mache, ist einfach nur, ich habe für jede Objektart eine Methode, die das ausgibt in einem Graphis-Format. Und so ein Blob ist halt einfach nur so eine Node und so ein Comment ist halt so eine Node plus irgendwie so einen File auf einen anderen Node und so weiter. Visitor-Pattern. Hm? Das heißt Visitor-Pattern, das, was du da gemacht hast. Kann sein, weiß ich nicht genau. Und dann wird durchgegangen und immer wenn ein... dann werden die Objekte alle mit diesen Methoden halt gesammelt und dann von allen diese Dump-Methode aufgerufen. Und Graphvis kümmert sich dann darum, die einzelnen Nodes auf Pfade zu matchen und so und mehr tue ich nicht. Da musst du dich nicht drum kümmern, du kriegst ja diese Textdateien aus. Okay, cool. Ja, das ist also liegt auf github.com/gitvis. Okay, sehr geil. Ja. Also es funktioniert auch nur so halb gut und alles. Und es gibt, glaube ich, auch ein anderes Tool, was das gleiche Ziel hat, also ein ähnliches Ziel hat, aber nicht ganz so diesen Educational-Anspruch, was mehr so dir einen großen Überblick über ein Repository verschaffen will. Das macht ähnliche Dinge.
Aber das habe ich mir auch nicht so genau angeguckt. Also mein Ziel war halt jetzt was haben, um das hier beim Vortrag machen zu können. Witzigerweise dachte ich mal, ich probiere das mal und habe es auf V3 losgelassen und ist erstmal gesackfaultet, weil ich einen Bug in libgit losgetreten habe, was einfach nicht damit gerechnet hat, dass du mehr als 40.000 Objekte hast. Wenn ja, dann geht's halt kaputt. 30.000, glaube ich. Habe ich halt Auch spannend schon. Nachdem ich den gefixt habe, den Bug, habe ich es nochmal probiert und das ist halt nicht gerendert. Also, die Generierung hat funktioniert, aber das Rendering. Also, sollen wir es mal ausprobieren? Ja, bitte. Probieren wir es einmal auf i3, weil das ist schon groß genug. Weil es reicht ja, wenn aber das, da kommt ja was raus. Also da fällt was raus. Und dann sackfaultet es, weil Finalizer-Dings, Go-Types, References, ich bin gerade nicht sicher, warum es, also man könnte, offensichtlich sackfaultet es dann irgendwann, also geht es kaputt irgendwie. Okay. Frag mich nicht, warum. Und es sieht aber so aus, also das ist C-Go, was dann kaputt geht. Das heißt, es sieht so aus, als würde libgit da dran krepieren und nicht. Libgit ist diese extern zu dem eigentlichen Git-Code Genau. Genau, libgit ist einfach nur, weil der Git-Code, also bisher haben immer alle Frameworks, die irgendwie Git benutzt haben, einfach Git-Checkout und Scheiß, also Kommandozeilenbefehle aufgerufen, exakt und geforkt und Scheiß. Und das ist einfach nur eine Reimplementierung, weil man die interne Git-Implementation, die benutzen auch so eine statische Abstraktion, die immer libgit war, aber die nicht dafür gedacht war, dass man sie benutzt. Und libgit 2 ist halt ein Rewrite der gesamten API und ja. Das war das Ding. Und das funktioniert mittlerweile echt gut. Also das ist mittlerweile echt benutzbar für alles Mögliche. Also, aber C gibt es ist immer noch so, dass es irgendwie auch das. Weiß ich nicht genau. Ja, das war ja diese große Diskussion, deswegen gibt es ja irgendwie keine C-Git-Pakete, in die gerne weiter irgendwie, dass einfach so den Git-Code nebendran haben will und da einfach so ein Problem sich das kombinieren. Gut, so, also ich glaube, wir sind irgendwie fertig und deswegen mache ich mal zu hier und danke fürs Zuhören.